Was brauchen wir denn noch? Wir brauchen dann noch mehr von diesen Dingern hier. Es gibt 3 noch nicht ausbreitete Ansätze für Endzeitgeräte. Es gibt viele Wege an den... Okay. Ja, man kann sie überall finden. Das ist richtig, aber wie viele brauchen wir davon? Also es gibt 3 Endzeitgeräte und es gibt hier 2, 4, 6, 8, 9 Symbole. Also bräuchte man 3 Stück. Wahrscheinlich die 3 sind ein Endzeitgerät, die 3 sind noch eins und die 3 sind noch eins. Stimmt, die haben auch andere Symbole. Hier ist einmal ein Kreis, 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 Dreieck, 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 Viereck, Viereck, Viereck. Okay. Das heißt, wir bräuchten eigentlich nur noch das Ding da. Hm. Okay. Also sobald wir den Playboy und den Totempfahl und was weiß ich hier noch alles haben, dann ver... Oh, was denn? Biotanks. Biotanks sind Hightech-Forschungsgeräte, mit denen im Labor die Entwicklung neuer Projekte vorangetrieben wird. Das dauernde Blubbern und der permanente Ausstoß giftiger Gase legen die Vermutung nahe, dass ein direkter Kontakt unangenehme Folgen haben könnte. Ja, und so wie ich meine Bediensteten kenne, würden sie die Folteropfer da direkt einfach reinschmeißen. In der Hoffnung, dass es irgendwas bringt. Anstatt irgendwie ein wenig delikater vorzugehen. Aber na gut, haben wir dafür Platz? Ich denke nämlich nicht... Wow, die sind groß. Ne, kein Platz. Okay. Dann bauen wir das Ganze doch mal aus. Ha, passt das hier nicht rein? Wir hätten gerne ein Labor. 3 Felder breit war das Ding. Es war aber 3 mal 3, oder? Gucken wir nochmal. Zack. Bio-Dingens. Nö, es ist 3 mal 2. Das heißt, es würde genau hier reinpassen. Sehr schön. Achso, ich war schon auf der richtigen Seite. Labor. So. Bauen bitte. Sofort bauen bitte. Alles gut. So. Wollten wir nicht hier noch was bauen? Säureresistente Arbeitsplatte. Das klingt schon mal gut. Die kann... irgendwo noch effektiver aufgestellt werden? Bestimmt. Bei mir soll es erstmal hier reichen. So, Elektronenmikroskop. Haben wir hier schon. Die Quantenphysiker brauchen das. Okay. Noch irgendwas Neues? Nein. Also das ist für die Quantenphysiker und das ist für die Biochemiker, nehme ich mal an. Das wird gleich noch gebaut. So, Weltkarte, die müssen jetzt langsam alle da sein. Genau. Also wir hätten gerne den maßgeschneiderten Raumanzug. 15 Sekunden. Also wir haben Nu fertig. Okay, den hätten wir gerne und den Totempfahl. Der dauert schon dezent länger. Deswegen schicke ich sicherheitshalber nochmal unseren Großwildjäger dahin. Oh, jo, das war's schon. Also den Raumanzug haben wir. Wir haben sehr viel Wut. Das heißt, die hauen mal alle ab. So. Und sehen wir schon irgendwo den Raumanzug rumstehen. Ja, tun wir. Sehr cool. Bewegen. Hier ist sogar noch Platz. Oh, sehr cool. Auftrag, das Objekt zu bewegen, bestätigt. Ein Miniatur-Eiffelturm. Nee, falsch. Der Miniatur-Eiffelturm. Und ein Weltraumanzug. Alles bei den Wissenschaftlern. Also, der hier passt. Und der irgendwie auch, weil es ist schon ein ganz schönes Stück Technik, das hinzubekommen. Was haben wir hier? Oh, Täuschungsmanöver. Eine neue Nebenquest. Abgefangene Nachrichten deuten darauf hin, dass es einer Forschungsstation in der Antarktis gelungen ist, eine funktionierende Klonmaschine zu bauen. So eine Maschine könnte überaus nützlich sein, besonders jetzt, da die Insel zum Ziel von Spezialeinheiten wurde, die das fiese Genie eliminieren wollen. Stehlen Sie diese Maschine und lassen Sie diese dann vom fiese Genie bedienen, um einen Klon zu schaffen. Wird dieser Klon dann von den Spezialeinheiten zur Strecke gebracht, sinkt die angestaute Wut weltweit. Schön für Sie, schlecht für den Klon. Sie können bis zu 5 Klone gleichzeitig haben.
Sollte einer davon durch andere Umstände als die Hände der Spezialeinheiten umkommen, kostet sie das etwas von ihrem Bekanntheitsgrad. Hä? Wie sollte der sterben, wenn nicht durch andere Spezialeinheiten? Und was genau sind mit Spezialeinheiten gemeint? Sind das jetzt die... die hier? Die Agenten, die nicht mehr bis zu unserer Vordertür kommen? Oder ist damit... Ich dachte schon, da pieselt jemand gegen unsere Selbstschussanlagen. Oder sind die Spezialagenten zum Beispiel die Mariana Mamba? Na gut, müssen wir im Auge behalten. Hier ist bisher kein Bikini-Mädchen aufgetaucht, das ist gut. Und auch kein Agent, das ist auch gut. Und da ist die Klonanlage. Was brauchen wir dafür? Null Risiko? Es besteht null Risiko, wenn man eine Klonmaschine klaut. Sollte ich wohl auch mal probieren. Kann ich wesentlich mehr Videos produzieren. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 davon. 3 Techniker, 3 Wachen. 2, 3. 1, 2, 3. Und wo wir gerade dabei sind, die Handlanger mal rauszuschicken, schicken wir auch Kane mit. Das müsste dann reichen. Wo wir gerade hier sind, Arbeiter und Techniker 3 sind auch schon auf dem Weg. Ja, sehr gut. Die können wir also beide abhaken. Wie lange dauert der? Eine Minute? Wie lange dauert es, eine Klonmaschine zu stellen? 3 Minuten. Ja, okay. Da ist Mariana Mamba. Oh, wir haben auf Kuba schon ein Bild gefunden. Gemälde vom El Presidente. Sehr schön. Gute Minen zum fiesen Spiel, bringt nur Bekanntheit. Und Raketenkrise. Ja, macht Sinn. Bringt aber auch nur Bekanntheit. Und da sind wir schon bei 164. Ich, eile ja nicht wirklich der 200 entgegen, weil ich nicht weiß, wie das alles funktionieren soll. Kurz gucken, ob irgendwo... Ja, da sind schon wieder welche ohne Tags. Schwächentag angeordnet. So. Feindliche Personen in Basis entdeckt. Noch irgendwo irgendwas? Nee. Sehr gut. Forschung was Neues? Nö, leider nicht. Oh, stimmt, wir haben das ganze Ding noch gar nicht gebaut. So, Biotanks. Damit dürfen wir dann hoffentlich was Neues erforschen können. Und der Raumanzug ist da. Sehr schön. Ja, raus. Kamera wieder richtig drehen. Oh. Du bist gleich fertig. Mal gucken, was dann passiert. Das ist ja unser viertes Teil. Vorher sollten die immer Abzüge geben. Und sobald man alle vier hat, sollen die irgendwie einen recht guten Boni geben. Also mal schauen, ob die sie irgendwie selber zusammensetzen oder man die irgendwie kombinieren muss oder... Keine Ahnung. Oh, stimmt, hier fehlt auch noch was. Zack, zack. Und zwar eine Monitor... Wow. Oh, Good evening. Ja. This is a world service broadcast. There is increased... Pause. Den vierten Abschnitt des verfluchten Totenfalls stehen. Erfolgreich. Sehr gut. Also ja, die Monitorwand braucht recht viel Platz. Das ist nicht so schön. Wird die Monitorwand hier irgendwo... Kontrollraum? Monitorwand. Der Aufbau einer Monitorwand im Kontrollraum wirkt sich dank dem Fluss an neuen Informationen positiv auf die Aufmerksamkeit der Bediensteten aus. Ein Klick auf die Monitorwand zeigt den Wirkungsradius an. Das heißt, wir bauen dich einfach mal um dahin und bauen dann hier die Monitorwand hin. So, wo ist unser toter Pfahl? Irgendwo muss es jetzt grün leuchten. Da. Okay, du... Dahin. Das Objekt zu bewegen bestätigt. Kann man nicht übereinander stapeln. Also hoffe ich mal, da passiert irgendwas Automatisches, sobald die nebeneinander stehen. So, Lautsprecher ist weg, sehr gut. Monitorwand. 50.000 Dollar. Na gut. Dahin. Da sind wieder rote Punkte. Ah, ihr seid ein bisschen weiter reingekommen als sonst. Du hast schon Wut. Du
du? Was bist du? Du bist ein Spitzel. Okay. Aber hier unten ist alles ruhig. Sehr gut. Also Totempfahl haben wir. Dafür haben wir nicht mehr sehr viele Leute über. Und es ist ein Agent da. Verstecken. Wir haben noch einen Kammerdiener, zwei Söldner. Wir brauchen 4 Arbeiter, 3 Kammerdiener, ein PR-Manager. PR-Manager. Kammerdiener. Arbeiter. So. Oh, die Wut ist schon richtig hoch. Aber gut, das machen wir noch fix. Und danach können wir uns erstmal wieder aus dem blauen Bereich ein bisschen zurückziehen. So, da kommt jetzt der Totempfahl hoffentlich an. Oder die Wand. Ne, ist der Totempfahl. Mal gucken, ob die sich jetzt irgendwie magisch zusammensetzen oder so. Flop. Jo, tun sie. Sehr schön. Und ich verpasse es diesmal nicht. Sehr gut. Du beweg dich mal. Rein. So, Nebenmission. Abgeschlossen. Jetzt brauchen wir noch die Klonmaschine. Du wirst immer noch gebaut. Wobei wir dann gucken müssen, ob die Forscher nochmal alles abscannen müssen. Oder ob das quasi retroaktiv ist. Also diese Biotanks. Weil wenn das nicht retroaktiv ist, dann müssten wir quasi noch länger warten bis zur nächsten Insel. So lange, bis wir alles mit dieser Forschungsmaschine auch noch erforscht haben. Was aber eine gute Möglichkeit wäre, ein wenig Geld zu verdienen. Wir sind schon wieder unter 1 Million. Und was für ein fieses Genie wären wir, wenn wir nicht mindestens 1 Million Dollar in Gold rumliegen hätten. So, wir sind. Weltkarte, seid ihr inzwischen alle da? Nein, seid ihr nicht. Du kannst mal wieder nach Hause. Wir haben inzwischen genug geforscht, denke ich mal. Oh, die Mamba kommt immer näher. So, ihr stehlt erstmal ganz kurz den Eismenschen. Auch wenn es wahrscheinlich echt nur Deko ist. Aber es wäre schon cool. Nur wäre dafür gar kein Platz. Wohl, es könnte hier der hier sein. Ha. Irgendwelche Klonen. Oh, 4 Tote. Autsch. Und Kane war mit dabei. Das ist nicht so schön. Risiko 1. Warum sind so viele Leute da gestorben? Oh, komisch. Und? Erfolgreich. Sehr schön. Also, was brauchen wir jetzt noch dafür? 8 Arbeiter, 3 Techniker, 3 Wachen. Mehr Arbeiter, mehr Techniker. Wachen müsste eigentlich reichen. 3 Wachen, 2 Wachen, 3 Wachen da und ja, das passt. Gut. Ihr seid jetzt alle da, dann schnappt euch mal schnell den Playboy. Bevor die Wut noch 100% erreicht und wir einen Sturmtrupp vor der Tür stehen haben. Rote Punkte kurz checken. Und dann wird es auch mal wieder Zeit zum Abspeichern. Oh, da ist der Eismensch. Der Eismensch sollte nicht im Weg stehen, sonst sprengt sich da wieder irgendwas in die Luft. Du stell dich mal dahin. Ja, es ist ein Eismensch, der muss nicht zugänglich sein. Und nächstes Mal würde ich echt gerne das Ding da ausprobieren. Nur dann wären die Selbstschussanlagen schon wieder im Weg. Die sind echt lästig. Ich glaube, ich stelle die einfach mal um. Obwohl die sollen ja gerade dastehen, falls mal jemand hier durchkommt und sterben soll. Ach ja, das Leben als physischer Genie ist schon echt schlimm. Man darf die Leute nicht so umbringen, wie man es gerne hätte. Aber ja, speichern. So. Speichern. Nicht Bach. Nach Folge 55. Und wir sehen uns gleich wieder.